Willkommen und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Runde ATS auf der Coast-to-Coast-Map 1.9.1. In dem Bild seht ihr sie schon eingeblendet. Tja, seit langer, langer Zeit endlich mal wieder, oder was heißt endlich, ne? Einige werden sagen, oh Gott, jetzt spielt er auch den ATS. Ja, seit langer Zeit mal wieder den American Truck Simulator rausgekramt. Auch hier habe ich mal so ein bisschen geschaut, was gibt's denn Neues an Maps, was gibt's denn Neues an LKW-Mods und so wirklich toll war eigentlich nie irgendwas, aber der neue Patch hierfür kam ja auch mal raus, ne, Version 1.41. Spielen wir jetzt mittlerweile dann ja auch auf dem ATS, ne? Auch hier viele Dinge dann angepasst, Lenkräder, Räder, bla 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 bla, alles das, was wir aus dem ETS dann auch kennen. Und unter anderem sind dann auch jetzt die Maps angepasst worden. Wie ihr seht, wir stehen hier kurz vor Pittsburgh oder hinter Pittsburgh und unser Ziel ist Boston. Losgefahren bin ich dann hier auf der Map 1.9.1. In Los Angeles einmal hier so durch, ne? Und man muss wirklich sagen, wenn man die Coast to Coast so ein bisschen beobachtet hat, seitdem es ja den ATS gibt, ne? Der ATS spielt ja eigentlich nur hier in diesen drei Bundesstaaten hier eine große Rolle. Alles andere hier drüben ist die Coast to Coast Map und da ist so einiges dazu gekommen, ne? Also es wird mir nicht wundern, wenn hier oben bald Kanada noch dazu kommt. Viele, viele Straßen hier jetzt auch mittlerweile. Früher waren das mal der ganzen zwei. Eine führte hier gerade durch und eine ging dann nach hier unten. Hier sehen wir sie so ungefähr. Mehr gab es in der ersten Version eigentlich gar nicht. Und jetzt mittlerweile, es wird immer mehr, es wird immer größer. Und es wird auch teilweise in manchen Bundesstaaten immer, immer schöner. Denn ich bin die Strecke jetzt schon gefahren. So einige Bundesstaaten waren sehr schön animiert sogar schon. Da sieht man, da geht eine Menge Zeit drauf und ja, eine Menge Spaß anscheinend, sonst würde sich keiner diese große Mühe machen, aber wir wollen mal so ganz langsam da los. Na, wie ihr seht, auch nicht mehr unser Petterbilt 389, wer die alten ATS-Folgen, ich sag extra alt, weil es ist ja lange her, dass ich mal den ATS gespielt habe. Ja, der sieht nicht mehr unseren Petterbilt 389, ne? Das kleine Show-Car, wie ich es gerne genannt habe, das war ja wirklich viel Show. Auch hier habe ich mich mal nach einem neuen LKW umgeschaut und bin hier auf diesen Kenworth K200 angekommen. Ein sehr schöner Mod, muss ich ehrlich sagen. Auch mit viel Liebe gemacht worden. Viele Sachen, die man da selber dann nochmal ein bisschen nachgestalten kann auch. Aber wir wollen ihn uns hier mal kurz in Natura dann angucken. Wir schauen ihn uns kurz nochmal von draußen an. Da steht unser Schmuckstück. Ich sitze ein bisschen verkrampft am Steuer, ne? Gut. Amerika, ne? Immer ein bisschen verkrampft. Eine Hand am Lenkrad, die andere an der Waffe. Tja, sehr schöner Mod-LKW auf jeden Fall. Na, auch hier von drin sehr schön gemacht. Man kann hier sehr viel sich selber aussuchen, ne? Tja, Jacqueline Chantal ist leider nicht mit uns in die Vereinigten Staaten gekommen. Aber sie hat mir einen Kuschel-Teddybär mitgegeben, damit ich nicht so alleine bin. Wobei, ich muss sagen, der guckt mich die ganze Zeit an. Ich glaube, die hat da irgend so eine Webcam drin, dass sie mich die ganze Zeit auch beobachten kann. Ne? Unser Bettchen. Unsere Webcam. Tja, und unser LKW. Und wirklich das eine oder andere nette Gimmick hier mit drin verbaut. Da sieht man dann, dass da auch viel Liebe zum Detail drin steckt in diesem Mod. Ne? Es gibt auch so einen kleinen Nachteil, aber da komme ich dann gleich mal drauf. Ich starte mal die Maschine. Tja, jetzt geht das Lenkrad so nett uns entgegen. Ich kann das nochmal ausmachen. Und wieder an. Also wirklich ein kleines Gimmick. Und dann schaut mal eben kurz auf das Gaspedal. Ne? Für alle Fahranfänger und euch, das Gaspedal ist das Pedal rechts unten im Fußraum. Achtung. Das bewegt sich. Genau wie das Bremspedal auch, ne? Bremspedal für alle Fahranfänger, das ist das daneben dem Gaspedal. Bremspedal links hier so, ne? Also nicht ganz links, das ist die Kupplung übrigens da, ganz links. Das in der Mitte bewegt sich auch. Ich weiß, der eine oder andere von euch wird jetzt sagen, hey, guck die ganze Zeit doch so wie du jetzt raus, ich sehe das doch gar nicht. Ich weiß, ihr habt recht. Aber es ist schön, wenn man es trotzdem hat. Ich sag euch das. Ja. Das ist übrigens unser Blinkergeräusch. Für alle, die sich jetzt wundern, warum hier die Alarmglocken angehen. Das ist unser Blinkergeräusch.
Wir wollen auch mal nicht so ganz langsam los. Wir quatschen jetzt schon so lange. Wir wollen ja auch mal ein paar Kilometerchen auf der neuen Coast-to-Coast-Map 1.91 machen. Ja, ich glaube, das war weit genug. Düdü, düdü, düdü. Ja. Also ich sag mal so, auf meiner Fahrt hier durch die USA bis jetzt mit diesem LKW, ich habe nicht viel geblinkt zum Schluss. Falls, ne? Sound hat er natürlich auch. Natürlich hat er Sound, ne? Also nicht nur den. Muss ich glatt wieder anhalten hier. Oh. So. Ah, der Blinker macht mich irre noch irgendwann. Tja, dem einen oder anderen wird vielleicht aufgefallen sein, im Navi steht da 113. Tja, ich habe hier meine Messeinheit, die man ja im Spiel ändern kann. Die stand früher bei mir auch immer auf Meilen, weil ich dachte, ne, fährst du in den USA, dann willst du auch alle diese Meilen angezeigt haben. Ja, das musste ich mit diesem LKW dann irgendwie so ein bisschen ändern, weil amerikanischer Truck, ne? Aber der Modder hat ihm einen Tacho eingebaut, der in km/h anzeigt. Und gut, man könnte sich jetzt natürlich immer merken, ne? Wie viel km/h sind so und so viele Meilen, oder man könnte einfach den Route Advisor anmachen. Den Route Advisor will ich aber nicht die ganze Zeit anhaben und merken, ne? Und mir was im Köpfchen merken. Das geht nun nicht wirklich immer gut, deswegen habe ich das Ganze jetzt im Spiel dann auf Kilometer umgestellt. Ne? Deswegen zeigt uns das Navi so eine krumme Zahl an wie 113. Das heißt dann, wir könnten 113 Stundenkilometer fahren. Ne? Das würde der LKW auch durchaus schaffen. 600 PS sind hier in der Maschine verbaut. Ich habe extra nicht den ganz großen, oder es gibt noch mehrere größere Motoren. Wir haben hier nur 600. Die reichen dem LKW aber auch durchaus. Nur um uns hier so locker mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 100 Sachen über die Highways zu bewegen. Weil jeder Bundesstaat hat hier ja auch eine andere Geschwindigkeitshöchstgrenze, ne? Hier im Augenblick beträgt diese Nummer 113. Ne? Es gibt manche Bundesstaaten, da steht da nochmal fluffige 130 Stundenkilometer jetzt. Ne? Ihr müsstet euch das dann jetzt selber in Meilen umrechnen. Ja, der wird ganz schön hell hier. Ihr könnt ja mal die Lichter wieder ausmachen. Ich mache nur die Poserlampen wieder an. Ne? Poserlampen müssen sein. Ist hier ein Muss quasi. Ja, vieles also auch passiert hier auf der Coast to Coast, ne? Nicht nur, dass ich hier jetzt mal wieder fahre nach langer, langer Zeit wieder. Und ich weiß, ATS kommt nicht so gut bei euch an, ne? Aber wenn es mich da mal überkommt, ne? Und es ist ja auch wirklich lange her, dass ich den ATS auch mal für mich selber gespielt habe, dann kann man ihn sich mal wieder rausholen, finde ich. Gerade wenn dann auch die Map... Oh, dieser Blinker. neu auch mit rausgekommen ist, weil die Coast to Coast hat nicht nur kleine Neuerungen dann auch gekriegt, nein, sie ist halt auch an den neuen Patch angepasst worden. Und da ist doch so manches dann wirklich jetzt dazugekommen, wie hier zum Beispiel diese Bepflanzung der Bäume an den Seiten, das ist alles so ein bisschen lebendiger geworden jetzt auch mittlerweile auf der Coast to Coast. Ja, es gibt halt wirklich Bundesstaaten, die sind schon sehr gut dargestellt jetzt mittlerweile. So, wir haben gar keinen Retarder, fällt mir gerade so ein. Ne? Ja, dann würde ich mal sagen, alle gut festhalten. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Polizist in der Nähe, dann wird's teuer. Aber Schwung soll man ja eigentlich immer mitnehmen, wenn man ihn irgendwo kriegen kann, ne? Außerdem ist der Tacho da unten so schön hinter unserem Lenkrad versteckt, genauso wie die Tankanzeige. Die ist da auch irgendwo hinter, da so rechts kann man sie kurz erahnen. Aber keine Sorge, ich habe extra zwei große Tanks an den LKW anschrauben lassen, als ich ihn gekauft habe, ne? Damit die Reichweite auch etwas größer ist. Das ist der Vorteil an diesem Truck. Man kann sich hier die Tankgröße auch aussuchen. Ne? Ob man kleine Tanks haben will, große Tanks, eckige Tanks, runde Tanks. Kann man sich alles wunderbar hier aussuchen.
habe ich mir extra große Tanks angeschraubt, ne? Damit ich nicht so oft tanken fahren muss. Manchmal vergesse ich es und dann bleiben wir gerne auch mal liegen. Ja, alles schon passiert. Kann jetzt zum Glück nicht ganz so leicht passieren. Das Einzige, was mal passieren kann, ne? Ich kann die Tankanzeige nicht so gut sehen da unten, aber wir haben da oben noch einen Bordcomputer. Der sagt mir so viel, ne? 2755 Kilometer könnt ihr noch fahren. So weit ist es gar nicht mehr bis Boston. Sehr schön. Tja, sogar die Wiegestationen auf der Coast to Coast funktionieren jetzt. Ich bin auf dieser Tour wirklich in zwei unterschiedlichen Bundesstaaten, wenn man auf die Waage gerufen worden. Sonst passierte das eigentlich auf der Coast to Coast in der Version, die ich vorher mal gespielt habe, gar nicht. Die waren zwar da, aber da wurde man nie reingerufen. Da konnte einem nichts passieren. Gut, das kann einem sowieso nichts passieren bei den Wagen hier. Aber es war halt so ein bisschen etwas, was so ein bisschen fehlte. Ne? In den anderen Bundesstaaten von SCS, also Nevada, Kalifornien und Arizona, da, wenn da eine Waage ist, dann wird man da prinzipiell, glaube ich, immer rausgerufen. Hier auf der Coast to Coast war das bis dahin eigentlich nicht so. Die waren zwar da, aber es leuchtete nie die Nachricht auf, bitte reinkommen, wiegen. Tja, dieses Mal ist es mir dann passiert, wirklich zweimal auf dieser Tour. Und ich glaube, mir sind so vier, also in jedem Bundesstaat quasi, durch den ich durchgekommen bin, war eine Waage verbaut. Bei zwei Bundesstaaten durfte ich so durchfahren und bei zwei musste ich halt mal anhalten. Das macht die Sache dann doch schon wieder so ein bisschen realistischer. Und so wie ihr hier jetzt seht, eben aus der einen Ecke, wo wir rausgekommen sind, da war sie schon sehr schön animiert, die Coast to Coast. Und hier ist es dann doch immer noch so, wie es damals am Anfang war. Halt flaches, grünes Land, ne? So ein bisschen der Highway schlängelt sich dazwischen durch. Das ist alles natürlich immer noch nicht so ganz fertig, aber dann ist auch eine Menge Arbeit immer in so einer Map. Die macht man nicht mal eben so alleine. Ich weiß jetzt am Anfang, als es die Coast to Coast das erste Mal gab, ne, bestand das Team, das diese Map gemacht hat. Was heißt hier Team, ne? Das war einer, der das gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt immer noch alleine macht oder ob da dann doch schon mal welche dazugekommen sind. Ich glaube, sein, sag jetzt mal, Künstlername, ohne dass es abwertend klingen soll, ist Mandrill. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich weiß persönlich jetzt nicht, ob er da immer jetzt noch alleine hier an dieser Map arbeitet oder ob sich da doch mal so ein paar dazugesellt haben. Aber ihr seht, ne, so Stück für Stück, es wird immer wirklich besser. Nicht alles ist bis jetzt hundertprozentig. Aber auch in den USA ist das teilweise dann ja wirklich so, wenn man über den Highway fährt, es sind nicht überall immer links, rechts und Bäume und Sträucher zu sehen und Häuser. Ja, wenn ihr mal so ein bisschen American Trucker Tagebuch sehen wollt, dann guckt gerne mal auf meiner Kanalseite unter Empfehlungen des Hauses. Da steht unten als Kanal Trucker Josh. Dann schaut euch mal so ein paar Truck-Videos von ihm an. Der bringt eigentlich täglich ein neues Video raus, sogenannte Vlogs, ne? Sein Truckerleben. Nicht nur sein Truckerleben, sondern auch so sein privates Leben zeigt er dort auf YouTube. Und er macht auch wirklich sehr schöne Aufnahmen dann immer, wenn er durch die Gegend fährt. Und da sieht man wirklich, ne? Manche Ecken, die sind ganz schön öde. So manches Mal ist das ganz schön öde, wo er durchfahren muss. Aber guck mal, wir sind, glaube ich, im Bundesstaat New York hier gerade angekommen. Hier gibt es statt 113 Stundenkilometer darf man hier auch nur noch 105 fahren. Naja, gut. Unser Tempomat ist jetzt irgendwie bei 100, glaube ich, eingerastet. Könnten wir nicht zu schnell sein. Sag mal, geht's da vorne noch? Hier kommt ein schwerer LKW, Mann. Das ist es, ist. Aber mir macht das mal wieder so ein bisschen, was heißt bisschen, so ein bisschen Lust hatte ich auf den ATS, auf den American Truck Simulator mal wieder. Vielleicht auch in letzter Zeit etwas zu viel ETS2 gefahren, das kann natürlich auch sein, es war ja immer viel ETS bei mir in letzter Zeit. Da war mal so der Drang, ne, eine andere Gegend mal wieder zu fahren und LKW sollte es dann schon sein. Oh, dieser Blinker.
Und deswegen mal wieder den ATS rausgefischt. Mal schauen, was da so alles Neues ist. Und war überrascht, dass ich dann halt so einen schicken Mod-LKW hier gleich gefunden habe dann auch. Den Canvas K200. Tja, und dass die Coast-to-Coast dann auch schon angepasst war auf den Patch, auf den neuen im ATS. So, lassen wir mal wieder laufen. Und ihr seht, ne, ich war ja quasi schon, als ihr hier jetzt dazu eingestiegen seid, schon fleißig unterwegs. Immerhin von Los Angeles schon bis Pittsburgh alleine gefahren, ohne euch. Einfach mal so, weil ich Lust dazu hatte, ne? Mal eine Runde ATS zu fahren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, holst du doch alle mal zusammen, gönnen sie doch mal mit dir zusammen ein bisschen auch mal wieder ATS fahren. Ich weiß, viele werden sagen, wir wollen ETS sehen. Aber ich sag euch, wie jedes Mal, ich spiele das, wozu ich Lust habe. Und das zeige ich dann auch. Auch wenn ich da jetzt was gezeigt habe, was man eigentlich gar nicht machen soll. Ja, das ist, wenn man so ins Plaudern gerät, ne? Aber dieser Blinker ist schon phänomenal. So ein Blinkergeräusch habe ich irgendwie noch nie in irgendeinem Mod-LKW gehabt. Also zumindest nicht die, die ich selber gefahren bin. Ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber auf der einen Seite gewöhnungsbedürftig, auf der anderen Seite recht lustig und interessant. Ne? Also er dürfte nur nicht die ganze Zeit an sein. Ich glaube, dann wird mir das Geräusch irgendwann ganz, ganz, ganz schlimm auf den Senkel gehen. Apropos Senkel. Geile Hupe, oder? Oh, guck mal, Connecticut. Man, wir rasen hier aber auch schon wieder durch die Bundesstaaten. Und wie ihr seht, ne, hier ist die Landschaft dann doch schon wieder ein bisschen anders. Der Baumtyp ist teilweise auch etwas anders, aber immer etwas abwechslungsreich und wirklich schon viel passiert hier auf der Map. Immer Schritt für Schritt passiert ein bisschen mehr. Und das Gute an dieser Coast-to-Coast-Map ist, man kriegt wirklich dieses Gefühl der Weite in Amerika. Man ist nicht mal ebenso in einer halben Stunde fertig mit der Tour. Also von Los Angeles bis Pittsburgh, da wo ihr jetzt dazu gestiegen seid, war ich also ein Dreiviertelstunde unterwegs. Ne? Und das also nicht hier so mit Trödeln oder so, sondern auch so mit 100 Sachen auf dem Tacho, bin ich die Tour dann bis dahin gefahren. Also das ist nicht mal eben dann so abgespult, das Ganze, ne? Da kann, wenn man natürlich nicht so viel Zeit hat, so eine Tour dann auch mal, ne? Wenn man jeden Tag nur gerade so eine halbe Stunde zum Spielen vielleicht hat, locker eine halbe Stunde, eine Woche ins Land gehen dann so, ne? Tja, aber dafür hat man dann halt eine Map, die riesengroß ist. Und viele, viele Städte, die sind natürlich auch nicht alle so detailgetreu. Ne? New York ist hier jetzt nicht unbedingt die größte Stadt auf der Map. Wenn man da mal ranzoomt, ist das relativ klein eigentlich alles da gehalten. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Und ich sag mal, so eine kleine Stadt, die nicht so mit großen Häusern und so da dargestellt wird, das ist dann immerhin auch nicht so eine FPS-Falle, als wenn da irgendwie ein 2D-Modell dann da zusammengeschustert wird und das dann Leistung frisst des PCs. Ne? Wir wollen da ja auch geschmeidig durchfahren, dann lieber klein dargestellt. Hauptsache es ist auf der Karte und man kann da hinfahren. Mehr will man doch gar nicht. Aber nach New York zum Beispiel fahren wir jetzt ja gar nicht. Wir fahren hier noch ein Stückchen weiter. Ne? New York müsste jetzt irgendwo so rechts da so von uns liegen. Wir fahren ja bis nach Boston jetzt erstmal hoch. Ich glaube, so weit könnte das eigentlich auch gar nicht mehr sein. Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Wir hatten mal eben, was wir jetzt losgefahren sind, zusammen, ich glaube, mit 870 Kilometern noch auf dem Tacho. Wir sind jetzt die ganze Zeit so nett ins Plaudern gekommen, ne? Na, Teddy von Jacqueline Chantal. So,
aber ich habe auch schon lange kein Schild mehr gesehen. Oder vielleicht mal so, wie viele Kilometer oder Meilen es noch sein könnten. Rhode Island, the Ocean State. Kommen wir hoffentlich überall durch hier. Kollegen, wir dürfen hier 105 Stundenkilometer fahren. Könntet ihr das bitte auch tun? Nee, können sie nicht. Muss ich doch blinken. Verdammt! Ich wollte doch nicht mehr so oft blinken. So, da vorne kommt auf jeden Fall mal wieder eine Ortschaft. Ah, Zivilisation. Schauen wir doch mal, wo wir hier so ungefähr sein könnten. Providence, Boston immerhin schon mal ausgeschildert. Ja, erster Aufenthalt. Ja. So erkundet man dann auch Stück für Stück die USA, ne? Stück für Stück. Aber ich glaube, bevor wir die Tour hier weitermachen, fahren wir hier jetzt einmal kurz ab Richtung Providence. Ich sehe da nämlich irgendwie, da kann man anscheinend so ein kleines Päuschen machen. Und wer weiß, wann hier die nächste Raststätte kommt. Vielleicht will der eine oder andere von euch ja doch nochmal kurz wieder aussteigen. Man weiß es ja nicht immer so. Vielleicht gefällt einem ja nicht jedem das Video vom ATS. Gebe ich euch wenigstens die Chance, hier gleich mal auszusteigen. Quälen wir uns hier mit der dicken Baggerschaufel einmal durch die Stadt. Kommt keiner? Kommt keiner? Dann mal rum. Ach, nebenbei noch eine Arbeitsagentur entdeckt. Auch nicht schlecht. So, wo ist denn hier das Hotel? Ah, guck mal, Motel. Ich habe jetzt schon wieder zu viel versprochen. Ne? Entschuldigung. Kürz mal hier ein bisschen ab. Aber, guck mal, ne? Auch nicht einfach so klein, nur so ein Hotel. Nee, hier ist auch als LKW-Fahrer wenigstens ein bisschen Platz. Das ist ja mal nun auch nicht so schlecht, ne? Wollen wir uns hier mal mit hinstellen, erstmal würde ich sagen. Oh, guck mal. Gut, dass wir hier ein kleines Päuschen machen. Muss natürlich anfangen zu regnen. Gott. Nicht da. Wenn das Lenkrad erstmal über den Kopf steht, ne? Kann man den Rückspiegel nicht mehr viel sehen. Oh Gott, muss auch noch einen Kopf raushalten, oder? Lichter anmachen. Oha. Ja, ja. Mann, 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 Mann. Wird Zeit hier, eine Pause zu machen. Oh. Hat keiner gesehen. Schneide ich raus. So, ist die was passiert. Ja, und ich würde sagen, mit dieser Bombensation, dass A, hier nie irgendetwas passiert ist. Ja, und die Coast to Coast angepackt worden ist auf den neuen Patch am ATS und wir den ATS jetzt überhaupt erstmal wieder fahren. Kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Aber macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.